Ja, was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute reagieren wir mal wieder auf die Street-Videos aus Frankfurt, ja, die in den letzten Tagen erschienen sind. Und heute auf ein Video vom lieben Bernd TV, und zwar Beef in Frankfurt, Zeynep 2.0. Ja, ich muss sagen, diese Überschrift hat mich natürlich richtig gecatcht hier. Da bin ich sehr neugierig. Also, ihr wisst, wie der Hase läuft. Let's go. Heute als Format haben wir 1, 2, 3, 4 Kandidaten genommen, die sich einfach gegenseitig bewertet haben. Jeder wird heute wissen, dass ich im Hotel abschleppe, und es gibt ein Video da bestimmt davon, wo ich wegkomme. Okay. Wo ist das Video? Gibt's davon ein Video? Bombing Kopf! Ich will mal kurz sehen. Totale Eskalation. Frankfurt wird wieder sehr aktiv. Mädchen! Fuck mich ganz schnell! Bruder, ich glaub, also Corona ist ein Fremdwort wie die Frankfurter, ne? Ich geb keinen Hand. Ich höre diese Emina, die hat auch immer dieselbe Hose an. Klappt dir keiner, die klatscht gegen dein Gesicht. Was geht ab, Leute? Euer Bernd TV. Heute wieder in Frankfurt. Leute, heute pure Eskalation. Und zwar ist Frankfurt heute sehr, sehr aktiv. Wir haben relativ schon abends. Deswegen ist es auch Mittwochsvideo. Mal wieder pure Eskalation. Einfach Knallererbsen im Hintergrund. Krank, Alter. Frankfurt Action. Etwas einfach, damit wir es zum Schauen habt, damit ihr was ein bisschen zum Unterhalten habt. Heute als Format haben wir 1, 2, 3, 4 Kandidaten genommen, die sich einfach gegenseitig bewertet haben. Wir haben auf jeden Fall einen ganz dicken Streit dabei. Bleibt dran. Guckt die Reaktion von den Leuten. Gönnt euch das Video. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Haut rein. So Leute, jetzt haben wir die ersten Kandidaten. Stellt euch mal alle kurz vor. Ich bin Miriam. Jasmina. Carmina. Und du bist? Benni. So, und zwar heute bewertet ihr euch gegenseitig. Heißt, du bewertest... Auf jeden Fall alle drei grauenhaft geschminkt. Die drei Mädchen und ihr drei Mädchen bewertet ihn. Weißt du? Eigentlich Ladies first, aber soll er zuerst anfangen? Sicher? Hau raus, Bruder. Bewertet ihn. Also, Bruder... Bei der soll ich anfangen? Ja. Yeah. Also, Bruder, über die rede ich gar nicht. Denkt, die wäre Kylie Jenner. Zweitens, ich hab dir auf Insta gefolgt. Die denkt, die wäre Michigan. Die nimmt dich an, die schreibt dich zurück. Da ich mir so, okay, tamam. Hast du da geschrieben oder was? Ja, normal hab ich da geschrieben, so. Zweitens, Bruder, ich weiß nicht, ob bei der Winter ausgebrochen ist, aber sieht so als nicht aus. Drittens, gehst du heute noch heute in den Club? Nein. Da passt aber gut hin. Oh. Was labert denn da? Vor allem, Digga, wenn du einen Korb bekommen hast, oder wie Frankfurter sagen würden, Korbi, Digga, warum gibst du das zu, dass die ja geschrieben haben und die nicht antwortet? Und geht auf gar keinen Fall. Was sagst du zu ihm? Er hat schöne Augen, aber nicht mein Typ. Der macht dich einfach komplett fetch und du sagst, er hat schöne Augen. Ja, was soll ich, scheiß drauf. Sympathisch. Tamam. Was sagst du dir zu der Mittleren? Ja, zu der Mittleren sage ich, könnte man so abschleppen. Könnte man abschleppen. Was machst du heute Abend? Ich gehe nach Hause. Achso, zu mir nach Hause. Davon träumst du? Davon träume ich nicht. Schon? Ich glaube nicht. Ich glaube doch. Ich glaube nicht. Oh ja? Ich glaube nicht. Ich glaube schon. Ich glaube nicht. Ich glaube schon. Ich glaube nicht. Oh, warte mal. Ich glaube, der hat einen krassen Wortschatz. Der Junge mit der Dior-Jacke. Ich glaube nicht. Ich sag, Wallah, die redet wie ein Mann. Du redest wie ein Mann. Du redest wie eine Frau. Ich rede nicht wie eine Frau. Jeder wird heute wissen, dass ich im Hotel abschleppe, und es gibt ein Video da bestimmt davon, wo ich weghaue. Alter, Mann, guck dich mal an, Junge. Guck mal bitte, wie du angezogen bist. Passt null zusammen. Erst du mit deiner Dior-Jacke, bestimmt fake. Ich schwör's dir, oder? Was laberst du für eine Scheiße, Alter? Du sagst fake. Okay, so, okay. Geh mal zum Friseur. Punkt 1, ich geh morgen zum Friseur. Punkt 2, guck mal, wie du dich anziehst. Punkt 3, siehst aus wie Meshkin, die Lehrer, die in Shisha-Bar einen Jungen einblickt. Viertens. So Leute, jetzt haben wir den nächsten Kollegen hier. Assalamu alaikum, hallo, ladies and gentlemen. Ja, hallo. Die Lara, guck mal, jeder Frankfurter macht doch Werbung für Sidejeans oder keine Ahnung. Schreib doch mal die Jungs an, die sollen dir doch eine Hose klären. Hör auf, immer diese weiße Hose anzuziehen. Reicht doch langsam, Alter. Jihad. Wie heißt du auf Instagram und TikTok? Jihad.tv und auf TikTok ohne Punkt. Und die nächste Person, einmal hier. Guck mal, die Kamera ist da. Fängt ihr schon an? Ich bin Emine. Aus Frankfurt, ne? Hanau. Woher kennt man dich denn? YouTube-Videos. Was passiert denn so in diesen YouTube-Videos? Tinder und so. Tinder und so? Ah, du schießt und so, ne? Nein. Deswegen kennt man dich. Ich bin nett und süß. Nett und süß, wahrscheinlich. So, Mudi, heutiges Format. Bruder, heutiges Format. Film mal einmal kurz sehen, Bruder. Ich bin gerade richtig auseinandergenommen. Film mal kurz sehen. Totale Eskalation. Frankfurt wieder sehr aktiv. Wenn die Polizei kommt, 3000 Menschen auf einem Fleck, aber egal. Hauptsache alle haben Maske auf. Ich lasse Frankfurt sich gegenseitig bewerben. Weißt du, bewerbst Emine und Emine dich. Ja. Weißt du? Ja. Ladies first oder sollst du anfangen? Ladies first. Ladies first, hau raus. Guck mal, warum hättest du denn jetzt? Mach doch mal auf! Du lässt mich jetzt nur, weil ich dir Korb gegeben hab! Ich geh, halt dein Maul, wo ich Korb! Bombing Korb! Machst du mal deine Augenbrauen machen, Punkt. Bock mich nicht, was du zugegen mich sagst! Ich dir meinen Korb gegeben hab! Oh, nein! Am Anfang mach dir noch Komplimente, jetzt gibt der Korb nur, weil ich ihn beleidigt hab! Wo hab ich dir Komplimente gegeben? Was hast du gesagt, kann man machen? Was hast du gerade gesagt? Ja, kann man machen!
Abschleppen. Wolltest du doch abschleppen heute Abend? Abschleppen. Ach, boah, heute kannst Abend. Du nachts räumen. Ja, warum soll ich schäumen? Es wird sowieso schaffen. Ich bin mein Typ. Punkt hab ich auch nicht gehofft, aber so Kanake, kann man trotzdem. Kein Kanake, Punkt 1. Ich bin kein Kanake. Aber auf einfach das Burak im Bild, ne? Da links. Ich sehe es jetzt, Digga. Neo Queen Gypsy. Halt dein Maul, Punkt 2. Ah, okay. Finde ich nicht so geil, Punkt 3. Mädchen, fuck mich gar nicht ab. Halt du deine Fresse. Das ist deine kleine Schwester, ne? Ja. Was sagst du zu der? So wie die Großschwester auch die kleine Schwester, soll ich sagen. Digga, erstens, was beleidigst du jetzt meine Schwester? Halt mal schön deine Fresse, ja? Punkt 1. Okay. Also warte mal, wir wissen beide, dass wir gut aussehen. Scheiße, der Bus kommt. Nein. Halt du mal deine Fresse da hinten, ja? Ich schwöre, die haben jetzt alle dicke Eier, nur weil die Körbe kriegen. Es ist einfach so. Ich hab dicke Eier, die Klatsche gegen dein Gesicht. Halt dein Maul. Wie halt dein Maul? Die Klatsche gegen dein Gesicht? Die Klatsche gegen dein Gesicht. Das Einzige, was du gleich gegen dein Gesicht kriegst, sind meine Schuhe, sonst gar nichts. Bruder, das ist nicht Zeynep vom Wish bestellt. Bruder, das ist Zeynep aus Bulgarien, aus Grenze, die immer Chorba Parasi wollen. Kennt ihr das? Chorba Parasi? Hallo? Wie findest du ihn? Ja, vom Aussehen her und so. Kennst du seine Art und Weise? Ja. Also, er ist süß. Süß. Sympathisch. Was findest du süß an ihm? Dass er so klein ist. Dass er was? Dass er so klein ist. Aber, ich weiß nicht. Immer ein Aber. Nein, das ist immer ein Aber. Er ist echt sympathisch. Korrekt. Dankeschön. Aber ich weiß nicht. Was fehlt? Du weißt nicht. Er ist halt klein. Klein? Ja. Das bist du dazu. Komm mal hin. Egal, Gott. Ja, okay, ich hab hohe Schuhe an. Siehst du, der ist locker, bist du dazu. Ja, also, würdest du ihn daten oder nicht? Ich würde mit ihm ein Eis essen. Eis essen? Ja. Auf freundschaftlicher Basis oder auf Date-Basis? Mal gucken. Auf gar keinen Fall würde ich gar nicht mitnehmen. Also ich würde die mitnehmen, die nicht. Was ja. Gibst du zu zweit? Ich bin viel zu schön. Ich würde sie niemals nehmen. So. Das ist gar nicht mein Typ, gar nicht. Du bist viel zu hübsch für den, ne? Ja. Selbstbewusst. Boah, nichts gegen diese Rechte da, ne? Ja, ne. Warum übertreibt ihr ihre Lage? Ich bin viel zu hübsch für ihn, ich werde ihn niemals nehmen. Sei doch froh, wenn so ein Junge dich nimmt, yo. Boah, ich will jetzt nicht so sein, aber warum ist sie so überzeugt von sich? Wer hat die verarscht, Digga? Wallah, möchte ich gerne die Lara. Die Lara, wie alt bist du? 21. 21, bist du im YouTube-Video dabei, schäm dich. Was hat's mit dem Alter schäm zu tun? Es gibt, glaube ich, schäm dich. Halt mal dein Maul, es gibt, glaube ich, ältere YouTuber, die überhaupt Videos drehen. Also willst du mal deine Fresse. Ja, die sehen aber gut aus, nicht so wie du. Halt. Guck, hast du mal dich angeguckt, guck Digga? Dich, Mann. Guck du dich mal an. Wie weißt du, wer du aussiehst ohne Schminke? Quatsch mal, geiler. Soll ich mal Bild zeigen? Komm, zeig Bild, komm. Zeig das mal in die Kamera. Ungeschminkt. Burak? Ja, komm. Sogar Burak Abi sieht hübsch halt so aus. Burak Abi, der hat schon Abi-Status, Bruder. Er hat dir gar nichts gemacht, Punkt 1. Hab ich dich gemobbt? Nein, also. Du hast aber doch gerade gesagt. Er sieht besser aus als du. Ja, okay. Fertig. Mundtot. Was sagst du zu dem Fall? Also er sieht eigentlich so, was soll ich sagen? Ich bin sprachlos. Nein, aber das ist gut, erstens, dass du mir Komplimente gegeben hast, dankeschön. Aber meine Schwester, muss ich dir ehrlich sagen. Muss ich ehrlich nur sagen, egal mit Make-up oder ohne, ist sie tausendmal schöner mit deiner Fake-Gucci-Sachen auf Fisch bestellt. Okay, Burak Abi, du sagst Fake. Bruder, die müssen alle mal ganz schnell einen Deutschkurs besuchen, wirklich. Ganz, ganz schnell. Ist aber nicht Fake, so. Ich arbeite für mein Geld, ich investiere Sachen. Ich hab's nicht nötig, Fake-Sachen zu kaufen. Ich hab's nicht nötig. Wenn ich's nötig hätte, hätte ich alles Fake jetzt an. Hätte ich Louis Vuittons Fake an, hätte ich das alles hätte ich an. Hab ich aber nicht, warum soll ich mir alles Fake holen? Wow, wow, Brudi, tamam, rechtfertige dich. Okay, aber die Jacke und die Tasche, naja. Also, da müssen wir jetzt nicht lügen, Digga. Du würdest ihn nicht daten? Nein. Du, sie auch nicht? Oder? Nein, auf gar keinen Fall. Also, Mama, ich geh lieber in diesen Gulli rein. Dann geh. Ich mach dir sogar freiwillig auf. Ich schub's dich zuerst rein. Oh, das sind wie Tom und Jerry, weißt du ja. Egal, komm, scheiß drauf. So, Leute, das war's mit dem Video. Bruder, was ging heute in Frankfurt ab? Dankeschön, Bruder. Was geht heute ab? Mal schau dir das an, ja, was immer noch abgeht. Leute, Frankfurt ist heute total am Eskalieren, keine Ahnung warum. Auf. Ja, auf jeden Fall Frankfurt auf Eskalation mal wieder richtig krass. Ja, Zeynep 2.0, ich weiß nicht, den Status hat sie sich noch nicht verdient. Da muss schon was Krasseres passieren, Digga, um an diese Zeynep ranzukommen. Aber okay, danke fürs Einschalten, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.